Was geht, Leute? Mein Name ist Arnold Fox und heute spielen wir Capsule. Wir schreiben das Jahr 1982 und wir sind mitten in einem nuklearen Weltkrieg, haben es aber uns sicher gemacht in einem Fallout-Bunker, den wir jetzt versuchen, schätze ich mal, ich weiß nicht, warum wir den jetzt verlassen wollen, aber wir müssen ihn verlassen. Nach alter Escape-Manie werden wir ein paar Rätsel lösen und ich bin gespannt, wie die Grafik ist und ob wir das überhaupt noch überleben können. Nach dem Intro geht's los. Capsule. Slot 1. Die Grafik sieht schon mal ganz nice aus, finde ich. Super Sampling auf 140 gestellt. Gekappt wieder 45. Ich glaube, man könnte auch ein bisschen höher gehen vom Super Sampling, aber man soll ja nicht übertreiben. So reicht's eigentlich. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Slot. Okay, hier sieht man schon, die Grafik ist doch ein bisschen verpixelt. Ah, ich muss kurz hier. Das Kabel ist nicht richtig. So, jetzt müsste alles passen. Ich habe versucht, die Super Sampling ein bisschen höher zu stellen, hat aber keinen Unterschied gebracht, also keinen visuellen Unterschied für mich. Deswegen belassen wir es bei 140. Und fangen an. Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Also. Okay, kein Smooth Locomotion. Irgendeine Taste macht hier was. Ich weiß aber nicht was. Wir haben keinen Sound. Uns fehlt eine Fuse. Und von der Story her, Fallout. Wir sind jetzt in einem Bunker. Und etwas stört mich wieder in der Brille. Also heute ist der Fuchs drin. Sagt man das so? Wir sind angeschalten. Ja, komisch, dass wir keinen Sound haben. Haben wir irgendwie ein Radio oder so? Da. Vielleicht ein Plattenspieler? Oh, Leute. Das war früher mein Lieblingslied. Also eins von den klassischen Liedern, die mir wirklich ans Herz gehen. Chopin müsste das sein. Kann sein, dass das Spiel jetzt geflaggt wird. Oder halt die Aufnahme. Da jetzt die Musik kommt. Oh, dann können wir. Oh, die sammeln wir jetzt. Mai 16 und versuchen die richtige Reihenfolge zu finden. Die sind hier überall verteilt, wie ich schon gesehen habe. Dann haben wir quasi schon eine Auflistung, was eigentlich hier geschehen ist. Den müssen wir aufbekommen. Wir haben den 23. Mai. Eine Tasche wäre nicht schlecht gewesen. Noch hier irgendwas drunter? Nee. Unterm Bett kann sich auch immer irgendetwas verstecken. Aber diesmal nicht. Hier noch irgendwas? Natürlich. 29. Duschkabine, da ist ein Schlüssel. Wir haben reichlich an Vorräten. Und hier war nichts. Ach, das freut mich, dass dieses Lied jetzt wirklich zufälligerweise kommt.
von den zahlreichen anderen klassischen Liedern, die man zur Auswahl hat. Kommt ausgerechnet das. Ich würde sagen, das müssten jetzt eigentlich alle gewesen sein. So, auf den ersten Blick finde ich jetzt hier keine. Da haben wir schon mal einen Code, das ist schon mal gut. Ja, wir kommen da schon zügig voran. Mhm, okay, irgendwas mit Logikbausteinen. Das wird auch interessant. Meine erste Hilfe hier, mein Schlüssel. Rasierer. Seife könnte vielleicht auch wichtig sein. Dann spülen wir einmal. Nö, da kommt nichts. Hätte ja sein können. Da haben wir was. Hier haben wir was. Gucken wir mal auf die Generator. Okay, keep door closed. Warum? Da haben wir ein Lever. Und das ist brennbar. Warum ist da Folie drumherum? Ich weiß auch nicht. Macht man das so? Ah, da ist die. Okay. Dann würde ich sagen, wir hören. Oh, oh, oh. Noch da? Warte, da haben wir ja den Schlüssel. Den Schlüssel. Damit können wir das Teil schon mal aufmachen. Diskette. Robot BAS. Ah, wahrscheinlich hier der Robot. Okay, da haben wir schon mal ein Rätsel. Okay. So, Musik aus. Oh, wir haben noch ein Radio? Nee, achso, das ist ja die Lautsprecher. Fairhope Brothers Atomic Mayhem Tour. 78. Wie vorher gesagt, 1982 spielt das Spiel. Und jetzt gehen wir mal dieses Ding durch. Mai. Was haben wir? Wir haben Mai, 23. Mai. März. April. Mai. Und schön die richtige Reihenfolge. April. So. Dann gehen wir mal durch. I've made it inside and gotten a chance to take a look at everything. The water's clean, so that's good. The power is in and out, but it mostly works. The Geiger counter I have out on the surface is, it's maxed out at 3.6 Rentgen. Mm-hmm. So I'm probably going to be here for a while, hopefully no more than a few weeks. But I'll just kind of play it by ear. And in the meantime, I'll try not to die. Okay. Also die Vorräte sind okay. 3,6 hat der Geigerzähler ausgezählt. Er vermutet, dass er da nicht allzu lange hier unten bleiben muss. Aber wie wir hier sehen, wurde aus ein paar Wochen doch ein, zwei Monate. Okay. So the radio's been acting up. Been having problems with it all day. Been taking it apart for about 3 to 4 hours, and I cannot figure out what the hell is wrong with this thing. I'm gonna have to get it at least a quick fix, just so I can get, even if I have to use Morse code or whatever, to make some kind of contact. I'm really good with Morse code, but it's better than nothing. Whatever. I'll just keep plugging away at it and hopefully make some kind of headway. Okay, er möchte mit Morse-Code sich ein bisschen, also auf sich aufmerksam machen. Einzigste Möglichkeit, wenn der Funk schon nicht funktioniert, dann halt mit Morse, ist recht einfach zu generieren. So
one time I read about this geologist. I think it was Michael Siffer. Anyway, he holed himself up in a cave for a few months. No human contact. Apparently he went crazy from the isolation. So, that's encouraging. Jetzt macht er sich schon langsam Sorgen, dass er verrückt werden könnte, wie der Geologe, der in einiger Zeit alleine in einer Höhle gelebt hat. War das jetzt? Only happen to have one record down here, and I'm already sick of it. But if I turn it off, it's too quiet, so. Now, what am I to do? Was? Das ist alles? Okay. Für die Verschwendung an Kassetten. So for the past few days, in an effort to keep my mind occupied, I have been trying to figure out a little problem that I've assigned myself. I've been trying to figure out how to get some breadboard electronics to store and play a sequence of Morse code. No dice so far. No dice on that little side project, but I'm just gonna keep plugging away at it. Ja, so wie ich es verstanden habe, versucht er eine Methode zu finden, um Morsecode zu speichern, den er empfängt. Oder wahrscheinlich, nee, ich glaube, Morsecode versucht er quasi in einem Loop zu laufen zu lassen, dass er den nicht selber eintippen muss. Versucht jetzt eine Möglichkeit zu erfinden, hat aber bisher keinen Erfolg gehabt. Okay, note to self, from James to James, May 23rd, 1982, that's the evac date, so on that morning, you need to go outside and bring the flare gun with you, and hopefully everything will go as planned from there, but May 23rd is the day. Okay, das ist interessant. Das möchte ich gerne nochmal durchspielen. Okay, note to self, from James to James, May 23rd, 1982, that's the evac date, so on that morning, you need to go outside and bring the flare gun with you, and hopefully everything will go as planned from there, but May 23rd is the day. Okay, interessant, was wir jetzt hier hören, ist eine Memo an sich selber. An James, ich bin James, James zu James, dass er sagt, du musst am 23. Mai, also heute, rausgehen und nicht vergessen, die Flare Gun mitzunehmen. Quasi eine Information. Warum er sich jetzt selber eine Information macht und Angst hat, dass er es vergisst, das ist halt eine gute Frage. Oder einfach nur, um dem Spieler zu die Mission zu sagen, heute ist der Tag, an dem du raus kannst. Such mal, was haben wir hier für Knöpfe? Funktioniert noch nicht so ganz. Wäre ja auch viel zu einfach, wenn wir jetzt da einfach raus könnten. Hier. Ah, okay, er hat den Geigerzähler so eingestellt, dass er quasi, wenn ich das jetzt richtig sehe, die Radioaktivität von draußen misst. Kann das sein? Oder ist das mit dem vernetzt? Nee. Okay. Dann schauen wir jetzt einfach mal weiter. Wir haben hier... Hier haben wir schon mal einen Code. Der eine Code, der einzugeben war... wo war der? Oh, da haben wir auch nochmal. Controls. Hier ist ein Feuerlöscher, falls man was... hier haben wir es doch. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier einfach eine Plus rechnen. 2, 7, nee, stopp. Das sind 4 Ziffern. Das ist es schon mal nicht. Wo hatten wir denn noch einen? Da ist eine Spule. Irgendwo hatten wir noch einen Code einzugeben. War das hier, oder?
nee, nee, nee. Ah, hier. Okay. Ist es der Strich? Ja. 2, 7, 9. Okay, das haben wir erledigt. Irgendwie brauchen wir diese Blöcke. Können wir noch nicht sagen, warum, aber auf jeden Fall ist das zum Beispiel jetzt hier mit dem verkabelt, dass wir hier nein, können wir nicht, dass wir das bekommen, warum auch immer wir das bekommen sollen. Puh, haben wir da, das sind 3, 6, 9, 10, 3, 6, 8. Da komme ich gerade auch nicht auf den Nenner. Einfach mal kurz alle anmachen. Mich auch gewundert, wenn das funktionieren würde. Nee, da, das wäre jetzt Try and Error. Deswegen müssen wir jetzt einfach mal gucken, ob wir irgendwo irgendwie auf den Trichter kommen. Toilettenpapier mal genug. Aspirin. Ob wir den irgendwann mal auch noch aufbekommen. Zahnbürste. Was strahlt es? Und hier haben wir da irgendwas? Nee. Und gespielt hätten wir ja. Deo. Na. Nichts, was wir brauchen könnten. Shampoo. Das funktioniert auch. Bei so Escape, quasi Point and Click Spielen ist es immer wichtig, einfach alles anzufassen. Da darf man keine Scheu haben. Denn irgendwo ist immer irgendetwas, das man gebrauchen könnte. Film habe ich jetzt noch keinen gefunden. Ein Mikrofon, okay. Und eine Birne. Die Birne, das ist was anderes. Eine Birne kommt ja eigentlich in so einen Videoapparat rein. So einen. Und dann haben wir so einen Schächtler gefunden. Ich denke mal, das ist ein Dia. Normalerweise könnte man jetzt auch jetzt schon reinschauen. Wir machen das jetzt einfach mal da rein. Aha. Okay. Das könnte nach 10.01, 0001. Das ist der Morse-Code. Das ist 2. Ja. I got it. Das gehört zu dem hier. Mal hier. 10. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Hinmal. Nummer 2 haben wir. Aber das ist irgendwas mit der Gitarre. Hat die irgendetwas? Ist da vielleicht irgendwas drauf gekritzelt? Irgendwas, was für mich von Bedeutung sein könnte? Ich glaube nicht. Ihn kennen wir auch nicht, Abraham Lincoln. Ist das Abraham Lincoln oder ist das Napoleon? Ich habe keine Ahnung. Aber hier haben wir noch einen Fernseher. Mal denn. Ja, anmachen kann man nicht. War eigentlich schade, dass er nicht von Grund auf Musik ist. Und ich habe irgendwie keine Lust, dass das Spiel dann quasi geflaggt wird. Weil ich
quasi Musik laufen lasse, die hundertprozentig nicht frei ist. Copyright, Gedingst, ihr wisst, was ich meine. Kenne ich. Die Frage ist, warum will ich das anzünden? Aber man könnte es. Dosenöffner? Genau die gleiche Frage, warum sollte ich einen Dosenöffner machen? Ich könnte Kaffee machen, aber warum? Ich möchte ja hier raus. Ich nehme mal hier alles durch. Wir brauchen unseren vierstelligen Code noch. Finden wir hier irgendetwas? Das habe ich gesehen. Und zwar da oben. Hier. Das kommt natürlich da rein. Frage ist jetzt nur, was hat das jetzt gebracht? Eigentlich nicht viel. Es ist immer noch aus. Die Batterien helfen wir auch nicht. Oder müssen wir hier irgendwas machen? Nee, keine Reaktion. Also müssen wir hier auch nicht. Always check the fuses. There the light bulb says. Here, for heart, eat some food from each group every day. Ob das vielleicht ein Hinweis sein kann, in addition to the basic 7, eat any other foods you want. Okay. Und dann haben wir hier noch was. Da ist der andere Buchstabe drin. Okay, oh. Du hast die Tür. Strom haben wir schon mal jetzt. Das ist gut. Und mal die Tür zu. Oh Gott, ich hoffe, das brennt wirklich nicht. Aber wir wissen, da ist der Feuerlöscher. Und jetzt haben wir auch Strom. Strom für den Computer. Okay. Dann haben wir hier unser Morsecode. Aha. Okay. Was? Oh Gott, diese Codes, ey. Okay, das ist an, aber braucht man nicht da noch ein Mikro? Das Mikro, was wir doch da gefunden haben, aber brauchen wir da nicht noch Kabel? Okay, dann machen wir hier mal weiter. Wir brauchen erstmal die Disk, die wir hier gefunden haben. So. Mal gucken. Loading. Wir haben jetzt vier Stück. Kann man die jetzt? Aha. A, B, C. Und jetzt nur noch den hier. Und das müssen wir auch bekommen. Und zwar mit Feuer. Wahrscheinlich. Okay, wir brauchen Feuer. Irgendwas, was das da brennt, doch scheinbar. Milch haben wir hier.
Was ist das? Gas. Ah, okay. So. Tada! So, erstmal kurz der Sound abgestürzt. Glaube ich zumindest. Mal kurz durchchecken, dass alles funktioniert. Wir haben dieses Teil jetzt. So. Aha, okay. Ba 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 ba. Okay. Ba ba ba. Das macht Sinn und das. Ba 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 ba. Echt? Ist das C? Und D. Düt, 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 düt. Düt, düt, düt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es falsch rum ist. Dass das da A ist. Also B. Dö, 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 dö. Dö, 1, 2. Dö, 1, 2. Das ist C. Stimmt. Es ist B. Es ist B. Das C. Ja, viel mehrere Folgen. Ja, es kommt ja immer zweimal. Die Folge kommt ja immer zweimal. Lang. Einmal lang und zweimal kurz. Ja, das stimmt schon mal. B. Das stimmt auch, okay. C müsste dann. Nee, ja, ich hab's. So. Ja, okay. Ist die Melodie von Mission Impossible. So ungefähr. Sieben, fünf, sechs, eins. Okay, 7561. 7561 ist hier dieses Gerät. 7561. Hallo. Aha, das sind die für die Flare. Wo ist die Flare jetzt hin? Hallo? Richtig.
Na, keine Ahnung. Die Flair ist jetzt weg. Und die haben einen Schlüssel. Und den Schlüssel brauche ich. Ist da irgendwas? Nein. Jetzt auf einmal geht die Tür auf. Ach ja, wir haben ja auch jetzt Strom. Okay. Einmal hier die Tür wieder schließen. Das kommt hier hin. Dann müssen wir einmal uns dekontaminieren. Doch nicht, okay. Gut, dann würde ich sagen, geht's jetzt hier raus. 30 Minuten haben wir jetzt schon hinter uns. Attention, to prevent contamination. Only one door may be open at a time. Das haben wir, check. Okay. Das ist ein Heli? Und raus geht's! Ja! Hallo! Hallo! Unsere Rettung. Capsule! Wir haben es geschafft! Easy! Oh, nice! Und nichts ist in vollen Flammen aufgegangen. Das ist auch mal was. Schön. Ab zur Atmung. Oh, da scheint die Sonne wieder rein. Das gleiche Feeling, wenn man, glaube ich, eine lange Zeit lang im Bunker gelebt hat und sich dann so freut, endlich raus zu können. Und vor allem die Angst davor zu haben, zu sterben in Einsamkeit und Radioaktivität ist vergangen. Vor allem, wenn man dann auch noch gerettet wird durch einen Heli, den ich aus der Entfernung schon gehört habe, waren wir zur richtigen Zeitpunkt draußen. Und zur richtigen Zeitpunkt haben wir das Rätsel auch gelöst. Und dementsprechend war es eigentlich eine ganz coole VR-Erfahrung. Haben wir von der Zeit super absolviert. Und ich hoffe, beim nächsten Escape-Spiel haben wir die gleiche Erfolgschance. Ja, das ist unser Ziel. Gute Zeiten, gute Erfolgschancen. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal, euer Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.